Das ist Felix, ich bin Oz. Und das sind die Was geht ab Shots. Die Virensoftware ist tot. Diese Schlagzeile sorgte in den letzten Tagen für Diskussionen. Die Aussage stammt aus einem Interview von Brian Dye, dem Vizepräsidenten des Unternehmens Symantec, mit dem Wall Street Journal. Symantec hat vor rund 25 Jahren den ersten kommerziellen Antivirenschutz entwickelt und auf den Markt gebracht. Aber was meint Brian Dye damit? Sind Antivirenprogramme jetzt nutzlos, weil wir sowieso alle ausspioniert werden? Nicht ganz, denn was sich wie die Kapitulation vor Hackern und Cyberangreifern anhört, war eigentlich ganz anders gemeint. Nur noch 45% aller Angriffe werden von herkömmlicher Antivirensoftware erkannt. Heutige Viren sind viel dynamischer aufgebaut als noch vor einigen Jahren. Sie folgen keinem klaren Programmschema mehr, weshalb sie nicht mehr als Schadcode von Antivirensoftware erkannt werden. Das ist natürlich ein Problem für Hersteller von Antivirensoftware, die bislang mit der Code-Analyse ihr Geld verdient haben. Dementsprechend sagte Brian Dye im Interview mit dem Wall Street Journal auch Folgendes über Antivirensoftware. Wir sehen diese Programme nicht mehr als Geldmaschine an. Die Antivirenprogramme seien laut Dye zwar weiterhin notwendig, aber ineffizient. Stattdessen setzt die Firma Symantec in Zukunft darauf, die Cyberangreifer erst zu bekämpfen, wenn sie bereits in die Netzwerkinfrastruktur eingebrochen sind. Der Gedanke dahinter ist, dass jeder angegriffen wird. Es geht also mehr darum, die Folgen eines Angriffs zu verhindern und den Virus sozusagen am Ausbruch zu hindern. Eine neue Strategie ist es, Fallen für die Angreifer zu installieren. Sie werden Honeypots, also Honigtöpfe genannt. Sie sehen für die Angreifer besonders interessant aus, so dass sie dazu verleitet werden sollen, an dieser Stelle in die Systeme einzudringen. Dadurch soll die schädliche Software erwischt, analysiert und unschädlich gemacht werden. Durch die Analyse soll danach ähnliche Schadsoftware schneller aufgespürt werden können. Beim Kampf gegen Hacker und Virenprogramme ist es vor allem wichtig, dass der Angriff überhaupt erkannt wird und das am besten möglichst schnell. Bislang dauert das laut einer Studie noch bis zu 260 Tage. Unternehmen bemerken also oft gar nicht, dass sie ausspioniert werden. Trotzdem sind Antivirenschutzprogramme weiterhin wichtig und sollten verwendet werden. Zusätzlich ist es für Unternehmen unverzichtbar, sich nach alternativen Sicherheitsmöglichkeiten umzuschauen. Jeder sollte regelmäßig ein Backup seiner Computerdaten erstellen, Daten wenn möglich verschlüsseln und zum Beispiel vorsichtig beim Öffnen von E-Mail-Anhängen sein. Klar, oder? Und eine Frage an euch noch, was macht ihr denn für die Sicherheit eurer Daten? Und benutzt ihr überhaupt noch ein Antivirenprogramm? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Hier geht's noch zu zwei weiteren Videos. Unter Felix könnt ihr abonnieren. Und daraus kommt ihr zu Techscalibur und wie immer alle Social Media Links in der Videobeschreibung. Das waren die Was geht ab Shorts und bis dann.